Oh weh, diese Drohnen sind gemeingefährlich. Ja, gut, das mag sein. Wenn sie uns entdecken, wird Rudania wild, dann lässt er den Todesberg ausbrechen. Das ist natürlich dann nicht so toll. Und mich entdecken sie jedes Mal sofort. Ich hätte ein paar Mal schon um ein Haar Lavabrocken abgekriegt. Der Chef steckt diese Brocken einfach weg und stampft weiter, aber wenn du getroffen wirst, war's das mit dir. Ich will nichts falsch machen, also gib mir am besten einfach ein Zeichen, wann ich anhalten oder weitergehen soll. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Hast du das? Hast du irgendeine gute Idee? Telepathie. Was? Telepathie? Könnt ihr Juliane etwa Telepathie verwenden? Los, dann sag mal was. Noch immer nichts. Also bei mir kommt nichts an. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Hast du irgendeine gute Idee, wie das mit Augenzwinkern? Du willst mir zuzwinkern? Das sehe ich doch gar nicht, wenn ich nicht direkt neben dir stehe. Fällt dir nichts Besseres ein? Einigen wir uns ein Zeichen. Na gut, wir haben es einfach mal gemacht. So, Pfeil? Ah, ich verstehe. Wenn ich dich also pfeifen höre, dann halte ich an oder laufe wieder los. Auch wenn mir dann ein wenig Ferne vorkommt. Okay, gut, dann gib mir durch Pfeifen ein Zeichen, damit ich nicht von Drohnen entdeckt werde. Ich verlasse mich auf dich. Na toll. Weil wir hier ein Kind am Start haben, Mann. Da kann ja echt spaßig werden. So ein Typ, der mich einfach verfolgt. Wir gehen erstmal zurück. So, komm mit. Ja. Okay, bleiben wir erstmal hier. Ist ja soweit erstmal easy going. So, weiter geht's. Sollen wir das Erz noch mitnehmen? Wir können ja eigentlich Erz farmen hier so ein bisschen, ne? Macht ja eigentlich nur Sinn. Alles mitnehmen, was man kriegen kann und nichts zurückgeben. Komm schon, Link. Mann. Mal gucken, was jetzt passiert. Nichts. Ah, dann schießen wir halt den Stein in seine Richtung. Fratz-LP, Hallöchen. So. Na gut, alles klar. So läuft das also. Das war's, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich sterben werde oder nicht. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall krass. Der bleibt da geschützt und ich kriege alles ab. Na toll. Ah, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Proviant kochen sollen, ne? Denn unbedingt wirklich dabei? Ey, kann ich einfach irgendwo stehen bleiben? Mann. Was? Das war's? Warum bin ich nicht früher drauf gekommen, hier hoch zu klettern? Ey, Mann. Ah, komm mal her. Du wirkst mir zwar hardcore wie irgendwie so ein Idiot, aber ja. Gut.
Warum bist du jetzt erst da reingegangen? Hä? Ja, toll. Ich hab doch L gedrückt, Mann. Jetzt habe ich ihn in irgendeine Richtung geschossen. Ja, komm, geh da nochmal rein. Treffe ich die jetzt oder fliegt er jetzt aus Versehen da vor? Du musst zielen. Ja, ich ziel doch, Mann. Sei mal nicht so frech. Ich schieße eigentlich schon richtig. Ah, jetzt fliegen die erstmal in unsere Richtung so ein bisschen. Jetzt, komm schon, jetzt treffen wir einen, oder? Mindestens. Komm schon, einen, bitte. Okay. Jetzt aber, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Ich schieß daneben? Da müssen wir halt warten, bis der hier hinfliegt, oder was? So, jetzt versuchen wir es nochmal. So, nächster Test. Schieß auf den Titanen. ja, ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee. Besten Dank für den Tipp. Ich weiß nicht, ob oder wann es mir aufgefallen wäre, keine Ahnung, aber ja, es war auf jeden Fall besser. Naja, gut. Aber sagen wir mal so, diese Aufgabe ist echt cool. Weiter so. Gut. Schnell, schnell. Muss ich da oben rauf wahrscheinlich, ne? Die Gegner wieder irgendwie töten vorher. So. Und stopp. Und stopp. Ja. Wir begeben uns erstmal hier auf den Berg. Alles klar. Okay, so weit kommt er also nicht. Alles klar. Legen wir ihn erstmal dort ab. Und machen hier das Erz auf. Ja. Schlagen wir einfach mal gegen diesen riesen Block. Ist ja in Ordnung. Interessant. Die Aufgabe generell ist echt sehr interessant. Und cool. Na gut. Komm ich noch dran? Nein, komme ich nicht. Okay. Dann machen wir es anders. Du erstmal mitkommen. Dahin ungefähr. Das sollte passen, oder? Dann halt nicht. So, jetzt aber, ne? Sehr schön. So, dann werden die auch schon mal platt. Und einmal Erz mitnehmen, Dankeschön. So, kommst du?
toll. Gut. Da muss man halt so weit zurückgehen. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, danke, Mifa. Dein Gebet ist bereit, wenn ich es brauche. Das ist so süß von dir. So, du bitte einmal weg, sonst kommt der Fettsack wahrscheinlich hier nicht durch. Aber gut, der ist ja nicht fett. Er ist gut gebaut. So, komm mit. Kommst du hier rauf oder nicht? Das ist natürlich jetzt die Frage. Okay, er schafft's. Wo haben wir denn die nächste Kanone? Hier. Wow. Boah, habe ich jetzt ein Glück. Okay, jetzt habe ich kein Glück mehr. Ich beschütze dich. Das war einfach jetzt zu schlecht gemacht von mir. Ja, natürlich. Guck mal, jetzt kommt ein Blutmond. Was ist das denn? Oh Mann, ey. Weil es jetzt hier mitten in der Nacht ist, während ich diesen Titan platt machen möchte. Kommt jetzt noch ein Blutmond hier an. Völlig, keine Ahnung, fehl am Platz oder so. Ja, wir haben nochmal getroffen. Gut, weiter so. Okay. Man weiß gar nicht, ob das jetzt die Atmosphäre von dem Todesberg hier ist oder ob das die Atmosphäre vom Blutmond ist, die hier auftaucht.